Für die Funktionserweiterungen des Capture bietet Hänel weiteres Zubehör an. Als erstes gibt es das Capture Modul Timer. Mit diesem Modul können unter anderem Zeitrafferaufnahmen, Langzeitbelichtungen, Selbstauslöser, Einzel- und Serienbildaufnahmen gemacht werden. Das Timer-Modul bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zunächst prüfen Sie, ob die Batterien eingelegt sind und schalten dann das Timer-Modul an. Das Display ist aufgeteilt in Stunden, Minuten und Sekunden. Durch Drücken der Set-Taste können die Einstellungen verändert werden. Dazu drücken Sie am Navigationskreuz hoch oder runter. Diese Funktion ist für Zeitraffer-Videos äußerst hilfreich. Wir nehmen das als Beispiel, um zu demonstrieren, welche Einstellungen vorzunehmen sind. Andere Beispiele können auf der Herstellerseite angesehen werden. Das System könnte mit einem Blitz genutzt werden, aber wir möchten mit den Langzeitbelichtung- und Bulb-Funktionen arbeiten. Außerdem möchten wir den Empfänger direkt an der Kamera platzieren. Sie können sowohl die Kamera als auch den Blitz simultan auslösen, brauchen hierfür aber ein zweites Capture-Set. Der Empfänger und der Sender müssten mit der Kamera verbunden werden. An den zweiten Empfänger schließen Sie das Blitzgerät an. Nun schauen wir uns das Timer-Modul an. Delay regelt die Verzögerung vor der ersten Aufnahme. In unserem Beispiel brauchen wir keine Verzögerung und stellen die Zeit auf 0. Als nächstes kommt die Long-Einstellung. Wenn wir Einzelbildaufnahmen und nicht Bulb- oder Serienbildaufnahmen machen möchten, lassen wir die Zeit bei 0. Für Serienbildaufnahmen stellen wir die Kamera in den Serienbildmodus und stellen die Aufnahmedauer ein. In unserem Beispiel stellen wir die Kamera auf Bulb, sodass wir bei schwachem Licht fotografieren können. Intervall 1 regelt die Verzögerung zwischen den Aufnahmen. Wir stellen hier 2 Sekunden ein. Sie fragen sich vielleicht, warum wir nicht einfach die Videofunktion der Kamera nutzen. Das Kombinieren von Serienbildern zu einem Video bedeutet die volle Kontrolle über den kompletten Belichtungszeitraum. Dies wäre in der Kameraeinstellung auf eine 30. Sekunde bei 25 Bildern pro Sekunde limitiert. Das hieße, wir können 30 Mal mehr Licht zur Kamera bringen. Hauptsächlich bei Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen. Es bedeutet auch ein besseres Endergebnis, sodass wir es detaillierter bearbeiten, zurechtschneiden oder zoomen können. Intervall 1N steuert die Anzahl der Aufnahmen für das Intervall 1. In diesem Beispiel wollen wir ein 10-Sekunden-Video mit PAL und 25 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Deswegen stellen wir das Set auf 250. Intervall 2 bestimmt die Pause zwischen den Zyklen. Sie könnten zum Beispiel eine Verzögerung von 8 Stunden einstellen, sodass es am nächsten Morgen weiterliefe. Wir stellen es aber auf 1 Sekunde ein. Intervall 2N regelt die Wiederholungen des kompletten Prozesses. Wir stellen nur auf 1, könnten aber auf bis zu 14 Wiederholungen einstellen. Das System würde, wenn die Kamerabatterien es mitmachen, die eingestellten Funktionen eine Woche lang wiederholen. Nachdem alle Werte eingestellt sind, drücken wir auf Start und der Zyklus beginnt. Hier ein Beispielvideo, das wir mit ähnlichen Einstellungen aufgenommen haben. Weitere Videos und Informationen zu Hänel Capture finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite.